dich auch. Du bist ja auch mein Lieblingsmoderator. Naja. Na, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute Besuch. Und zwar unsere Antenne-MV-Hörerin Biene aus Velgers. Hallo, herzlich willkommen hier in unserem Studio. Hallo, Wetter Werner. Ja. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf und euch mal richtig live sehen kann. Und vor allem im neuen Studio, ja. In Rostock, Antenne-MV. Ja. Wirklich klasse. Wie findest du die Schule? Habt ihr mal schon so ein bisschen rumgeführt? Ja, einwandfrei. Alles wirklich toll. Ja, ne? Man fühlt sich hier wohl, als wenn man hier zu Hause ist. Man will gar nicht mehr gehen. Ja, guck mal, du bist auch schon hier voll eingekleidet, Hansa-mäßig, ja? Ja. Du bist also der größte Hansa-Fan, glaube ich, unter der Sonne Mecklenburg-Vorpommerns, ne? Ja, ja, es gibt viele, also Hansa-Fans sind wir alle. Ja. Ne? Der eine so, der andere so, ich bin auch von klein auf an, viele auch von klein auf an. Ihr habt auch einen Fußballverein. Ja, die haben einen Fußballclub, sagen wir mal. Das ist der Fanclub IZUG, ausgesprochen heißt es, im Zeichen unserer Kogge. Ah, ja. Und die besteht auch seit 2012. Ja, und ich fühle mich da wohl, wir sind wie eine Familie. Und wenn irgendjemand Probleme hat, wir sind da für ihn und umgekehrt genauso. Ja. Die sind auch da für mich und es ist wirklich super. Und da möchte ich auch wirklich alle grüßen. Ja, meine gesamte Familie, den Ralf Gerd, das ist der Chef übrigens. Ah ja, hier, schöne Grüße an Chef, ne? Ja, Chefchen. So, dann Mona. Dann kommt Bienchen, dann kommt Körbchen, Henne, Marlies. Sitzt die Henne denn auch im Körbchen, oder? Nee, weder noch. Weder das Körbchen sitzt auf der Henne, das Körbchen und die Henne auch im Körbchen. Nein, gar nicht. Nein, einer von uns, der heißt Korb mit Namen. Ach so, ja. So, aber das ist immer so blöd, Korb. Ne? Ich vom Wochenende auch, da kriege ich auch immer im Korb. Ach nö. Ja, manchmal ja. Hoffentlich ist da wenigstens ein Sekt. Das wäre ja schön, ne? Ja. Wenn du mal ein Körbchen kriegst mit einem Sekt drin. Oder noch hinterlassene Eier, Ostereier. Ja. Ja, Biene kenne ich ja von früher, da habe ich ja immer Wettermelder gesucht, ja, und da haben wir mal tatsächlich ein ganz großes Ereignis, was uns zusammengeführt hat. In Velgers gab es nicht mal ein Tornado. Ja, das war 2011. Ja. Und das war genau am Wochenende. Und da kamen natürlich zwei Stück. Zwei gleich. Zwei, das waren gleich zwei. So, und die kamen gleich hinterm Baum, hinter Schönhagen, hinterm Baum. Aber, ich meine, wenn ich auf dem Küchenfenster gucke, sehe ich das Fachgymnasium. Und dahinter ist natürlich der Acker. So, und auf einmal kamen sie hervor, das weht ja auch ganz schön. Ich denke, was ist nun los, Sturm und so. Und auf einmal sehe ich, ich denke, ich gucke nicht richtig. Oh Gott, und ich dann mein Handy und hab dann erstmal fotografiert. Hab gesagt, das glaubt mir kein Mensch, wenn ich denen dann erzähle. Also muss ich denn fotografieren. So, und habe ich gedacht, was machst du? Ja, ich war ja noch nicht in Facebook drin. Ja, DVD, die Nummer hatte ich auch nicht. Ja, was machst du jetzt? Das Einzige bleibt mir jetzt übrig, Antenne MV. So, und dann habe ich natürlich Wochenende ganze gesamte Antenne MV verrückt gemacht. Ja, ja. Die liefen alle Achten und Sturm und was weiß ich. Und nächsten Tag am Montag, da hattest du dich denn gemeldet. Ja. Ich habe ja kaum geschlafen. Ich war sowas von auf. Oh Mann. Ja. Das kenne ich ja auch, dass die Frauen meinetwegen nicht schlafen können. Ja. Och, wenn ich auch. Du bist ja auch mein Lieblingsmoderator. Oh, na ja. Doch, Betty, bleib so wie du bist. Das ist super. Ja, du bist ja auch unsere Lieblingshörerin. Deswegen ist es ja auch mal schön, mal zu zeigen. Oh, ja, das ist aber nett. Biene ja von Anfang an noch dabei ist und immer hört, wir kümmern uns noch persönlich um unsere Hörer. Ja, was gefällt dir so an Antenne MV? Warum hörst du uns? Warum höre ich euch? Weil Antenne MV der beste Sender in Mecklenburg-Vorpommern und überhaupt der beste Sender ist. Und hier dein Lieblingsmoderator, hast gerade schon gesagt, ich kann ihn nochmal hören. Wetter Werner. Ah ja, den kenne ich auch. Mein Wettilein, sag ich immer. Ja, den finde ich gut. Basti, Onni, Franzi, sagen wir mal das ganze gesamte Team. Sehr gut. Ja, dann danke schon mal fürs Einschalten. Ja? Und dann haben wir noch eine Überraschung, damit du auch immer an uns denkst. Die Original-Antenne MV Kaffeetasse. Oh, ja. Danke schön. Und ich bedanke mich auch ganz, ganz lieb für die Einladung. Ja, kein Problem. Ich bin sehr gerne hier. Wir können es ja wiederholen. Ja. Und erstmal einkündigen und dann. Ach so, und auch noch. Mit Knutschen auch noch. Ja, nicht waschen. Ja. Ja, dann danke fürs Einschalten und für alle, die Antenne MV auch mal ausprobieren möchten. Da freuen wir uns natürlich über jeden Hörer. Einfach einschalten, antennemv.de per Online-Stream. Und wir winken jetzt in die Welt und sagen Tschüss Facebook und YouTube. Tschüss. Ja, wir hören und sehen uns wieder, ja. Tschüss.